Hallo und herzlich willkommen zu einem kurzen Update von mir. Und zwar geht es um die Tomaten. Die wachsen jetzt mittlerweile schon mit ihrem dritten Trieb. Also der kommt jetzt jedenfalls hier, sieht man es. Und die wachsen alle recht gut, außer die hier unten, die muckert ein bisschen rum. Aber ansonsten sehe ich da gute Chancen, dass wir die groß kriegen. Die Pflanzen stehen jetzt schon eine Woche draußen im Gewächshaus. Daneben seht ihr die größeren Themen. Das sollen Regenbogen größeren Themen sein. Ich bin gespannt, was es wird. Bis jetzt sieht es ja nur aus wie Unkraut. Dann meine Bergmammutbäume. Dahinter die Rosen. Da hat sich auch noch nichts getan. Und hier drüben die verschiedenen Arten von Bäumen, die ich dann später vielleicht mal, wenn sie wachsen sollten oder keimen sollten, zu Bonsai kultivieren möchte. Hat sich auch noch nichts getan bei der Red Maple, also beim roten Ahorn. Habe ich gelesen, die brauchen fast ein Jahr, bis sie keimen, und dann kann es auch passieren, dass sie erst nach 2 Jahren keimen. Ja, ich werde auf jeden Fall noch mal welche anbauen, weil ich verschiedene Varianten gelesen habe, damit man das verschnellern kann und eine Keimquote von 20% bei den Ahornpflanzen ist echt gering. Schauen wir mal. Ansonsten, ja, hier sind noch meine Physalis. Hier drinnen sind es jetzt bestimmt 35 Grad. Ich werde nachher beim Gewächshaus, bei meinem billigen hier, das Fenster aufmachen. Ansonsten ja die Physalis. Da habe ich ja die gelben Sticker reingemacht. Die Klebesticker. Und wie ihr seht, hängt ganz schön viel dran. Das sind alles die komischen Trauermücken. Ich habe keine drinne im Zelt hier, aber hier dran hängen extrem viele, leben auch noch viele, und das Zeug klebt echt wie Hanne. Ja, werde ich auf jeden Fall, ich habe noch welche zum Hinhängen oben ans Zelt, Hauptsache ich bleibe mit meinen Haaren nicht hängen, dahin hängen, damit ich das Viehzeug hier drinne recht minimal halten kann. Ja, ansonsten, wenn Fragen sind, schreibt es in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal.